Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Wir hatten in der letzten Folge die Mission abgeschlossen. Ich klicke mal auf Fortfahren, dann geht es dann weiter. Und müssen noch die Beförderung durchführen. Im Kampf sollten wir nicht mehr sein. Genau. Ach ja, jetzt fällt mir alles wieder ein. Wir hatten gesagt, wir wollten, ich glaube, hier hinfahren. Weil da gab es dieses Grimoires, um die Forschung zu boosten. Und dazu müssten wir aber, weil wenn wir normal hinfliegen würden, würden wir das gar nicht schaffen. Seht ihr das? Die Zeit würde einfach mal eiskalt ablaufen. Deshalb nutzen wir das hier, diese Prognosticarius. Klicken da drauf und Blütenmission Fristen plus 3 Tage. Ich hoffe, wir packen das. Mal sehen. Ja, wollen wir einstimmen? Okay. Oh, schaut mal, dann ist das hier wirklich weg. Nochmal schauen. Und jetzt fliegen wir hin. Ach, wir kommen nicht rechtzeitig hin. Das ist doch Mist. Trotz, dass der Balken halt größer geworden ist, aber der Abstand ist halt zu weit. Na gut, wir fliegen trotzdem hin. Schade. Bisschen ärgerlich. Aber wir wollten halt das System hier nehmen. Das hier, wo wir waren, hatten wir ja in der letzten Folge dort die Mission gemacht. Weiß gleich gar nicht mehr wieso, aber irgendwas hatten die dort, was wir unbedingt haben wollten. Schiffsprojekt abgeschlossen, Augurium 1. Die Kapazität des Augurium wurde erweitert. Die ersten Hochrechnungen ergeben eine Besserung der Erfolgsaussichten unserer Mission um 12,355 Prozentpunkte. Das mag wie eine schier unglaubliche Zahl anmuten, aber das Augurium ist nicht bloß ein Raum voller Spiegel. Wie Commander Aquarian oft bemerkte, sind es die unsichtbaren Feinde, welche die größte Gefahr darstellten. Wir können ein neues Projekt starten, aber bevor wir das machen, jetzt müssten wir wieder einen Prognorius da haben. Ja, genau, schaut mal. 3 Tage übrig. Können wir denn jetzt noch so einen Prognorius da drauf haben? Nee. Nochmal geht's nicht. Schade. Das andere ist schon abgelaufen. Ach, Mann. Ich probier's nochmal. Nee. Man kann immer nur eins drauf ballern. Nun gut. Wieder was dazugelernt. Fliegen halt trotzdem dahin. Und wir werden uns mal mit der Beförderung der Leute beschäftigen. Wir hatten ja auch wieder Requirierung bekommen. Kaserne. Ich könnte mir jetzt hier noch einen neuen dazu holen. Aha, den bekommt man. Das ist natürlich auch interessant. Wenn wir jetzt hier einen Ritter rekrutieren würden, müssten wir zwei Requirierungspunkte ausgeben. Aber wenn man das in der Mission bekommt, dann kostet der nur einen Requirierungspunkt. Dann lassen wir das hier und werden den natürlich nicht hier uns holen. Dann schauen wir mal ins Arsenal. Aha, Stufe 2 geht noch gar nicht. Können das alles erstmal nur auf Stufe 1 erhöhen. Nö, wir können es gar nicht erhöhen. Warum nicht? Aber wir haben doch eigentlich. Ach, man kann das immer nur dann machen, wenn man mit dem Großmeister nach dem Großmeister bricht, oder wie? Zwischendurch kann man gar keine Requirierungspunkte ausgeben. Aha, gut zu wissen. Alles klar. Ja, dann die Beförderung.
Biolanthus. Fähigkeiten Justica. Was hat er denn hier schon? Unsterblich. Level 2 Justica ist das. Dieser Ritter kann nicht permanent sterben. Er verliert keine Widerstandskraft, wenn er eine kritische Wunde erleidet. Er startet mit minus 2 WP. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Unsterblich? Hä? Hm. Das sind die Fähigkeiten, die der schon hat. Ja. Okay. Terminator-Rüstung könnten wir den geben. Wäre ja im Grunde genommen gar nicht mal schlecht. Wo geht's hier hin? Gesundheit. Erlangt 4 maximale Lebenspunkte. Und dann geht das hier rein in mehr Aktionspunkte. Dann würde er schneller. Also könnte er mehr Aktionen durchführen. Das ist Verbesserung für die Fähigkeit Hammerhand. Und hier geht es, dass er mit Fernkampfwaffen besser ausgestattet werden könnte. Und auch eine 50-50 Chance, dass er automatisch nachlädt. Wenn die Munition des Ritters 0 erreicht. Das hatten wir denen schon gegeben hier. Plus 4 Lebenspunkte. Ausrüstungsslot noch dazu. Man tut sich schwer, was man denen so geben könnte, den Leuten, finde ich, weil es ist alles richtig gut. Wo gab es denn das mit den Aktionspunkten hier oben, oder? Nee, Crit-Schaden. Weil mehr Aktionspunkte würde ja dann heißen, dass wir auch die Fähigkeiten besser einsetzen könnten. Wo war denn das jetzt? Das ist Rüstungssache. Warpleutung. Bluten verursachen. Hä? Ich habe das doch gerade gelesen, oder? Hab ich mir das nur eingebildet, Leute? Psionischer Angriff. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, hier gäbe es irgendwo noch einen Aktionspunkt mehr dazu. Guck das bloß mal kurz durch. Warpladung, schaut mal hier. Hier haben wir es doch, seht ihr? Das Ziel hält plus 1 Aktionspunkt. Wir machen das. Wir holen uns das, Ehre dem Orden. Wähle einen Ritter innerhalb einer beliebigen Reichweite aus, er erlangt plus 1. Da brauchen wir aber WP dann dazu. Ja, wir machen es trotzdem. Und dann nehmen wir das hier unten noch. Hier scheint man dann keine WP-Punkte mehr dazu zu brauchen. Nehmen wir das noch mit rein. Verbessern den. Hä? Ach so, hier kann man das nochmal zurückgehen. Aber... Wir machen das so.
zwar dann schon so ein bisschen Unterstützer, aber wir wollen ja zu diesem Ausrüstungsslot hier hin. Ich hoffe, ich merke mir das alles. Weil manchmal liegen ja dann doch ein paar Tage dazwischen. Aber ich sehe ja, dass wir hier weit in diesen Halbkreis gegangen sind. Förderung bestätigen. Dann hätten wir den ersten. Ja, wie gesagt, das dauert jetzt noch ein bisschen. Dann später, wenn man dann die ganzen Fähigkeiten schon kennt, geht das garantiert schneller vonstatten. Dann haben wir den Purgator. Oder machen wir nochmal den anderen Justicar? Ja, kommt, wir nehmen den anderen Justicar. Da werden wir aber in eine andere Richtung gehen. Wir könnten natürlich mit dem auch das Gleiche machen, dass wir sagen, ja, wenn ein Justicar ausfällt, hätten wir dann genau so einen gleichen nochmal in der Hinterhand. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir so. Den haben wir jetzt aber hier auf Terminator-Rüstung befördert. Ist das. Ja, das ist der, glaube ich, der dort vor uns drei Leute umgehauen hat im Nahkampf. Dann geben wir dem das und diese Hammerhand. Um die Nahkampfangriffe noch mehr zu verstärken. Förderung bestätigen. Und der letzte noch, der Purgator. You. Und das ist ja wirklich ein reiner Fernkämpfer. Der kann ja, weil er eine Zweihandwaffe trägt, keine andere, kann er keine Nahkampfwaffe benutzen. Oder? Oder hatten wir dem einfach keine? Ach ja, schaut mal hier. Dieses Slot ist mit einer Zweihandwaffe bewegt. Deshalb kann er den da keine Nahkampfwaffe mit reinnehmen. Dann werden wir den Purgator halt wirklich zu einer reinen Fernkampf-Spezialisten ausbilden. Die Fernkampfwaffen dieses Ritters erlangen plus 1 Munition, das ist schon mal nicht schlecht. Plus 2 Crit-Schaden, auch nicht schlecht. 50%, wenn die Rittergegner beschossen wird, hat er eine Chance von 50% automatisch das Feuer zu erwidern. Auch eine feine Sache. Wir werden aber mal die Munitionskapazität hier hochnehmen. Oder was ist das hier? Visiere mit einer Explosion einen Bereich von 3 in einer Reichweite von 10 an. Verursacht geblendet. Was? Betroffenes Ziel verursacht minus 2 Schaden. Auch eine nette Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Astralziel. Wow, 2 WP-Punkte. Feuer mit einer Reichweite von 10 auf ein Ziel und verursache 5 Schaden. Präzisionszielerfassung, auch nicht schlecht. Kann man sich aussuchen, was man dann zerstört. Sowas wie ein Sniper. Rüstungsdurchdringung hat man dann hier unten noch. Mentale Konzentration. Wenn dieser Ritter einen Crit-Treffer mit einem Distanzangriff erzielt, hat er eine Chance von 50% plus 1 AP zu erlangen. Ich denke, wir werden erstmal hier hingehen, dass wir mehr Munition haben. Weil das nervt, wenn man die Munition ausgeht. Also dahin. Crit-Schaden erhöht, plus 2 Crit-Schaden. Und dann nehmen wir halt hier noch die Munitionssache mit. Damit hätten wir jetzt alle befördert. Dann geht's weiter. Eingriff erforderlich. Irgendwas ist passiert. Unmittelbare Warpströmungen sind instabil. Empfehle sofortige aggressive Beschleunigung, sonst könnte die Koordinaten der Attic gestört werden. Einschlag steht kurz bevor. Risikoanalyse.
The Edict is a sturdy ship. We should ride it out. Die Inquisitorin meint, lass mich das Schiff schützen, Commander. Ich habe gerade einen alten Band über Warp-Turbulenzen gelesen. Mhm. Bruder Ektar sagt, zweifelsfrei ein ketzerischer Text. Es ist dumm, den Warp in diesem Ausmaß zu manipulieren. Die Edict ist ein Robotschiff. Wir sollten einfach durchfliegen. Oh Mann. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Beschleunige sofort. Der Warp-Antrieb wird einem Risiko ausgesetzt sein. Halte den momentanen Kurs. Das Schiff könnte einem Risiko ausgesetzt sein. Oder Vakir soll das Schiff schützen. Das Schiff könnte einem Risiko ausgesetzt sein. Ja, was sind das für eine Wahlmöglichkeit? Und die vierte Sache können wir nicht nehmen, weil verbessertes Gellerfeld wäre dafür erforderlich. Und das scheint irgendein Antriebssystem zu sein, was wir halt noch nicht besitzen. Ja, das ist Fischen im Trüben hier. Wir halten den momentanen Kurs. Wir sitzen das aus. Race for Impact. The Edict has sustained minor damage and transported to alternative coordinates. Die Edict hat geringen Schaden erlitten und wurde an einer alternativen Koordinaten transportiert. Weit vom Kurs abgekommen. Minus 1 Rumpfstabilität. Ganz toll. Super gemacht. The Edict cries out for repair. Die Edict wurde beschädigt, muss repariert werden. Wir waren hier und sind jetzt hier drüben angekommen. Ganz toll. Super. Forschungsprojekt wurde abgeschlossen. Warpfeld Durchdringung. Commander, während du beschäftigt warst, habe ich die taumische Verteidigung der Seuche untersucht und eine Schwachstelle gefunden, die wir durchdringen können. Es ist ein kleiner Fortschritt, der ausreichen sollte, deinen Rittern da unten bescheidene Hilfe zukommen zu lassen. Aber ein kleiner Riss kann zu einer klaffenden Spalte werden, wenn genug Druck ausgeübt wird. Gefechtsoptionen wurden freigeschalten. Neue Forschung. Dann werden wir jetzt mal die Saat da untersuchen. Und schaut mal hier, Gefechtsoptionen neu dazugekommen. Schauen wir uns gleich an, aber erstmal gucken wir hier in das Forschungsmenü rein. Und da hatten wir gesagt, hier, die Saat. Der Kadaver des Seuchenwandlers trug Überreste einer verdorbenen Saat in sich, die gemeinsam mit ihrem Wirt zerstört wurde. Ich muss unbedingt intakte Saat studieren, die einem lebenden Wirt entnommen wurde. Sonst wird es mir nicht gelingen, ihre Funktion zu untersuchen und die weitere Verbreitung der Seuche aufzuhalten. Machen wir. Als Belohnung würden wir einen Requirierungspunkt erhalten. 25 Tage ist natürlich krass, aber nützt nichts. Auf geht's. Und dann schauen wir uns hier jetzt die Gefechtsoptionen an. Was können wir denn da nutzen? Doch so viel. Ja gut, ist halt der Anfang. Quick lebendig. Visiere einen Ritter an, der plus 2 AP erhält. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut sogar. Sehr schön. Dann gehen wir wieder... Ach nein, Manufaktorium. Müssen wir noch reinschauen, weil da ist ja was kaputt gegangen. Rumpfstabilität 2 von 3. Ich kann auf deinen Befehl hin Reparaturen am Rumpf einleiten. Du findest ihn im Menü für die Verteidigungssysteme. Wähle Rumpf reparieren im Menü aus. Ich frage mich gerade, hatten wir das andere jetzt schon abgeschlossen? Ja, das hier war das, ne? Ja. Hm. Diese Kurverbesserung hatten wir abgeschlossen. Und dann wollten wir eigentlich diese Reaktorleistung verbessern, damit wir andere Sachen freischalten können. Aber wir gucken uns erstmal die Verteidigungssysteme an, weil da ist ja was kaputt gegangen. Ne, wartet mal, hier, Mechanikerbereich, hier hinten. Ich dachte schon gerade, das würde nicht gehen.
Rum vollständig reparieren. 18 Tage, das kostet 8 Servitoren. Boah, Leute. Es wird halt vollständig repariert. Der Rumpf der Edikte wurde nachhaltig beschädigt und macht uns für Angriffe und Warpgefahren verwundbar. Wir müssen ihn reparieren, ehe der Schaden der Edikte zu groß wird und die Stabilität gefährdet ist. Sonst werde ich dafür sorgen, dass du als der Kommando in die Geschichte eingehst, der ihre Zerstörung zu verantworten hat. Die Frage ist halt jetzt, wenn wir jetzt noch einen Rumpfstabilitätspunkt verlieren, kostet das dann weiter 8 Servitoren? Oder verdoppelt sich das dann? Wir lassen das jetzt mal offen. Wir gehen zu dieser Plasmareaktor, dass das hier erstmal gemacht wird. Wenngleich die Reparatur des Plasmareaktors im Hinblick auf den grundlegenden Wiederaufbau ausreichend war, ist die Stromleistung dennoch zu gering, als dass fortgeschrittene Anlagen entsprechend unterstützt werden könnten. Das Ergebnis wird eine Weile auf sich warten lassen, doch die Stärkung des Reaktors ist sicherlich ein wichtiger Schritt, um der Edikt wieder zu alter Größe zu verhelfen. Machen wir. 12 Tage ist das durch. Gefechtsoptionen hatten wir uns angeschaut. Dann schauen wir uns hier mal um. Wir werden wieder uns mittig aufstellen und abwarten, wann denn die nächste Mission hier freigeschalten wird. Schiffsprojekt abgeschlossen, verbesserte Reaktorleistung. Kannst du es fühlen, Commander? Das Vibrieren der Deckplatten, das Surren im Plasmagenerator, die Edikt. Langsam beginnt sie wieder zu singen. Ihre Melodie können nur jene des Kults Mechanicus wirklich verstehen. Doch Bereiche, die seit unserem Aufeinandertreffen mit dem Ketium ohne Stromversorgung waren, sind endlich wieder online. Neue Projekte können freigeschalten werden oder wurden freigeschalten, können gestartet werden. Die Commander, Tech-Priesterin let us be sagt dir efficient. irgendwas Neues hier? Nö. The interaction is over. Schiffsstatus, ja, das ist natürlich jetzt krass. Dass wir jetzt hier alles andere noch mit hineinnehmen können. Mehr Servitoren, die hier produziert werden. Der Warp-Antrieb kann jetzt verbessert werden. Schaut euch das mal an. Und unsere Forschung ist das, glaube ich, ja, wird da auch nochmal um 30% hochgehen. Das ist ja alles ganz schön toll. Warp-Antrieb, 20% Schiffsgeschwindigkeit. Umso schneller könnten wir von Mission zu Mission fliegen. Wie sieht es hier aus? Geschützbatterien, Deflektorschilde. Rumpfstabilität plus 1. Das ist natürlich richtig schwierig, Leute. Waffenstufe erhöhen. Wir wissen halt noch nicht, was das hier auf sich hat mit diesen Geschützbatterien. Aber anscheinend wird es dann, entweder es kommt zu irgendwelchen Events oder vielleicht gibt es ja dann hier auch noch rundenbasierende Kämpfe, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und hier könnten wir auch wieder diesen Chor verbessern. Apothekarion, was ist das denn? Stasekammer. Zur Lagerung gefallener Brüder. Ohne eine funktionierende Konservierungseinrichtung hatten wir keine andere Wahl, als die Gensaat aller Ritter zu ernten, deren Verletzungen die Möglichkeiten des Apothekarion überstiegen. Wir können sie in der Stasekammer einlagern, bis wir eine produktivere Verwendung für sie finden. Ich habe keine Ahnung, für was das gut sein soll. Meditationskammer? Oh, mehr Erfahrungspunkte? Deine Männer hatten in diesem Feldzug reichlich Gelegenheit zum Kampf. Bruder Ektar meinte jedoch, dass diese Erfahrung nur durch lange Meditation in einer entsprechend vorbereiteten Kammer richtig bearbeitet werden kann. Eine seltsame Vorstellung, aber er hat zweifellos recht. Alter Verwalter, ist das schwer, Leute. Ehrlich. Also 50% mehr EP. Das sagst du nicht nein, aber das dauert halt 24 Tage. Rumpfstabilität zu erhöhen, wäre auch nett. Die Forschungsgeschwindigkeit. Also wenn wir diesen
achten Servitor hätten, würde ich mich, glaube ich, für die Forschungsgeschwindigkeit entscheiden. Aber wir haben es halt leider nicht. Mehr Servitoren ist auch nicht schlecht. Aber wir bekommen ja Servitoren auch durch die Missionen. Wir nehmen den Warp-Antrieb. Wir werden den Warp-Antrieb auf. Der Heldenmut deiner Ritter ist wenig wert, wenn wir den Feind nicht erreichen können, ehe er sein Vorhaben in die Tat umsetzt. Andere Aspekte scheinen möglicherweise konkretere Vorteile einzubringen, doch ich würde die Arbeiten am Warp-Antrieb derartig nicht allzu lange aufschieben. Ja, kommt, machen wir. Haben wir noch ein Servitor übrig? Ist halt so. You have my attention, Knight. My research beckons. Diese Ausrufezeichen gehen mir irgendwie auf den Zeiger. Ich klicke das jetzt bloß mal an. Ich You lese euch have das my nicht attention. It is vor. not so simple. I need the seeds intact for further study. Very well. Aha, da kommt dann hier ein Häkchen. Ich will das nur mal ausprobieren. Ob dieses Ausrufezeichen dann weggeht. Sagen wir halt nochmal hier, ich habe noch nie direkt mit jemandem von der The Inquisition Grey Knights will be needed zusammengearbeitet. in this task, and it is your duty to marshal them. Ich habe gesehen, dass ihr Edikt das Unheil auf der Folgemission im Kommando verloren hat. Ich werde ein solches Scheitern unter meiner Führung nicht akzeptieren. Bla bla bla. Wieso hast du das Schiff I have kommandiert? previously been hunting heretics siphoning power directly from the Hadex anomaly, not far from your previous campaign. Ich habe schon Ketzer gejagt, die Energie direkt aus der Hadex-Anomalie gezogen haben, nicht weit von unserer vorigen Kampagne entfernt. Als ich mit meiner Astropathin die gestohlene Energie bergen wollte, hatte sie die Vision, von der ich dir bei meinem Eintreffen erzählt habe. Ihre Nachricht, sie scheint unheilvoll. Divining the visions of astropaths is an art in itself. Die Deutung der Vision von Astropathen ist eine Kunst, doch ihr Omen ist genauso verhängnisvoll wie gegenwartsnah. Da bin ich sicher. Sie sprach von einem Garten, doch ist er real oder nur eine Metapher? Ich muss die Aufzeichnungen meiner Kameraden studieren und nachsehen, ob es ähnliche Anhaltspunkte gibt, auf die ich mich beziehen könnte. Very well. Na, das geht immer noch weiter hier. Das ist nicht dein erstes Aufeinandertreffen mit Warproot. Punkt, Punkt, Punkt. The Grey Knights and Inquisition have worked together since the earliest days of our orders. Natürlich nicht. Sind wir nicht alle Dämonenjäger? Die Grey Knights und die Inquisition arbeiten bereits seit der Frühzeit unserer Orden zusammen. Deiner ist der Hammer, meiner ist der Arm und der Wille, ihn zu führen. Dieses Wissen musst du doch bereits besitzen, Commander. Stellst du mich etwa auf die Probe? Oh, die ist anstrengend, die gute Frau. Wir sind also in dieser Sache gleichberechtigt. Lass uns etwas anderes besprechen. Ja, wir nehmen das Erste. Wir wollen hier die Ausrufezeichen wegkriegen. We each have our own role to play as partners. Yes, partners in my mission. Gewissermaßen dienste du der Inquisition. Ach, sieh mich bloß nicht so an, Commander. Ich würde dir niemals vorschreiben, wie du deine Arbeit zu machen hast. Jeder von uns hat seinen Teil beizutragen als Partner. Ja, Partner in meiner Mission. Kann ich dir das Leben meiner Brüder Know that I will anvertrauen? not sacrifice your men unless the need is great. Ja, das ist eindeutig, was sie sagt. Krass. Nein, das kümmert mich nicht. Doch die Grey Knights sind eine wertvolle Ressource, ein seltenes und mächtiges Werkzeug im Kampf gegen das Chaos. Wisse, dass ich deine Männer nur im größten Notfall opfern werde. Direkt. Wird mir immer unsympathischer, die Gute hier. Very well. My Das ist research alles. beckons. Und jetzt haben wir hier die Ausrufezeichen weg. Wow. Das machen wir jetzt bei den anderen auch noch. Dann tauchen wir halt einfach mal ein bisschen tiefer in die Geschichte ein. Commander, let us be efficient. Immerhin können wir jetzt die Leiche des Seuchenwandlers An entsorgen. unclean organic thing fouling my ship. Ein unreines organisches Ding, das mein Schiff besudelt. Und die Inquisitorin tut ihr Bestes, um eine Quarantänevorkehrung zu entweihen. Na klasse. Jetzt will sie auch noch mehr von dieser Saat an Bord schaffen. Ich werde die Weihungsprotokolle noch einmal durchgehen müssen.
Lass uns was anderes besprechen. Wie lange kanntest du Commander Aquavine? Das ist der, der am Anfang draufgegangen ist. Wir waren in den letzten 22 Jahren das Hauptschiff des Commanders, doch die Launen der Reisen im Inneren des Warps führen dazu, dass Zeitspannen stets nur geschätzt werden können. Das ist eine lange Zeit. Er genoss den Respekt der Ordensbrüder und der Besatzung. Er war ein Anführer der Grey Knights und wurde deshalb verehrt. Meiner eigenen Analyse nach betrug die Erfolgsrate seiner Mission jedoch nur 99,7%. Bitte was? Das ist doch übelst hoch. Er brachte viele Stunden damit zu, reumütig über die 0,3% Unzulänglichkeit zu sinnieren, wann immer ich ihn daran erinnerte. Krass. Alle Perfektionisten hier. Wie hat er sich mit einer Inquisitorin an Bord verhalten? Dementsprechend. Er hätte sie zwar nicht an Bord willkommen geheißen, doch der Commander hielt sich an die Tradition des Verhältnisses zwischen Orden und Inquisition. Er duldete jedoch weder Narren noch solche, die seine Autorität in Frage stellten. Eine schnelle Wahrscheinlichkeitsprognose ergibt eine Chance von 73,6%, dass Aquavine einen Konflikt mit Inquisitorin Vakir austragen würde, wenn er noch das Kommando innehätte. Offenbar war er einflussreich. Dein Trotz gegenüber einer Inquisitorin ist merkwürdig. Defiance suggests an emotional need to obstruct or obfuscate. Trotz deutet auf ein emotionales Bedürfnis nach Behinderung oder Verschleierung hin. Ich sage nur die Wahrheit. Die Edikt des Unheils benötigt nach unseren Niederlagen gegen den Caedium-Kult eine Pause. Wir dienen dem Imperator und müssen dorthin gehen, wo er uns benötigt. Indeed, I serve the Omnissiah. Ja, ich diene den Omnissiah. Dank seines mechanischen Willens bereisen wir die Sterne. Der Imperator und der Omnissiah, sie sind ein und dasselbe, nicht wahr? The Ecclesiarchy's imperial creed carries only a muted echo of the machine god's true will. Natürlich, doch der imperiale Glaube der Ecclesiarchie trägt nur ein stummes Echo des tatsächlichen Willens des Maschinengottes in sich. Komm, solche Worte sollten einen Astartes nicht überraschen. Schließlich magst du den Imperator verehren, doch ich weiß, dass es nicht euer Credo ist, ihm zu huldigen. Das gilt vor allem für die Grey Knights, die ihre genetische Saat direkt zum goldenen Thron zurückverfolgen können. Lass uns was anderes besprechen. Das müssen wir noch. Nee, dann das hatten wir jetzt alles. Oder? Ausrufezeichen müsste weg sein. Jawohl. Jetzt haben wir noch ein Ausrufezeichen vor uns. Das mit diesem guten Actor. Die Zeit ist zwar schon um, Leute, aber wir machen das noch. Ich will das hinter uns bringen hier. Und da haben wir eine kleine Geschichtsstunde hier bekommen. Ist ja für mich Nubi, der sich nicht wirklich so gut im Warhammer 40k-Universum auskennt. Ja, auch mal ganz interessant. Do you seek wisdom, Commander? I am no ancient, but might be of some help. Hector, suchst du Weisheit, Commander? Ich bin kein Standartenträger, könnte aber helfen. Hector, wieso führst du uns nicht an? It seems the Emperor has other plans for me. Es wäre mir eine Ehre gewesen, euch anzuführen, doch der Imperator scheint andere Pläne für mich zu haben. Eine Unvollkommenheit bedeutet, dass ich meine Bemühungen auf eine indirektere Weise konzentrieren muss. Eine Unvollkommenheit? A matter between myself and the Emperor. Eine Sache zwischen mir und dem Imperator. Wie Großmeister Voldus befohlen hat, ist es meine Buße, auf der Edikte Dienst zu verrichten, sie jedoch nicht zu verlassen. Ich muss über den Schlachtfeldern schweben, auf denen ich so gerne kämpfen würde. Nichtsdestotrotz wird dein Rat von großem Wert sein. I hope I can be of some use. Ich hoffe, ich kann nützlich sein. Zumindest bevor man mich in einen Dreadnought-Sarkophagus steckt. Was auch immer das sein soll. Ich hoffe, Aquavines Erbe gerecht zu werden. He had a fitting end to his noble life. Sein edles Leben ging angemessen zu Ende. Wie so viele
viele unserer Brüder hütete er seine Geheimnisse gewissenhaft. Doch ich weiß, dass er die Diener von Khorne besonders hasste. Wieso der Blutgott? Why indeed? It is not my place to say. Ja, warum? Es obliegt mir nicht, das zu sagen. Doch den alten Kommando umgab eine Totenstille, ein brodelnder Hass, der ihn im Kampf gegen andere Feinde niemals zu ergreifen schien. Selbstverständlich wurde auch der aus der Wut erschaffene Khorne seinerseits von Ekkewines Hass genährt. Doch das ist eben die Natur und gleichzeitig die Ironie des Chaos. Lass uns über eine andere Sache sprechen. Domina Lunette scheint unkonventionell zu sein. Das ist die Tech-Priesterin, glaube ich. All Tech-Priests are eccentric in their own way. Alle Tech-Priester sind auf ihre Art exzentrisch. Es wurde ihnen einfach zu große Teile ihres sterblichen Fleisches genommen. Na klasse. Du zweifelst an ihr? There is no being I trust more to look after the baleful edict. Keinesfalls. Ich würde niemand anderen die Edikt des Unheils lieber anvertrauen. Doch ihre Leidenschaft für das Schiff überstrahlt manchmal unsere Bestimmung. Man muss sie hier gelegentlich daran erinnern. Du hältst sie für unverlässlich? Her competence is beyond question. Sie hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Sie hat die Edikt durch den Astralspiegel des euphorischen Barons gesteuert und seinen dämonischen Geist in eine Million Fragmente zerstreut. Ihre Kompetenz steht außer Frage. Es gibt sogar Gerüchte, denen zufolge sie an der Seite von Lord Trigo gekämpft haben soll. Also ich lache jetzt nur, weil es ja alles böhmische Dörfer für mich sind. Astralspiegel, euphorischer Baron, Lord Trigo. Ich habe keinen Dunst, Leute. Sorry. Der oberste Großmeister. Macht ihr das nicht zu einer... Aha, Lord Trigo scheint der oberste Großmeister zu sein. Aha, schön zu wissen. Ancient, yes, assuredly. Standartenträgerin, ja, allerdings. Die Tech-Priester des Adeptus Mechanicus neigen nicht zu ihrer Hinterlistigkeit und interessieren sich kein bisschen für die soziale Hierarchie der Unaugmentierten, wie sie uns nennen. Du weißt, dass wir Astartes entbehrlich sind. Wir werden in diesem endlosen Krieg gegen das Chaos leben, kämpfen und sterben. Unsere Domina, ich wage es zu sagen, ist selbst unter ihresgleichen einzigartig, beinahe unersetzlich. Ohne sie wäre die Edikt nicht halb so leistungsfähig. Krass, krass. Lass uns noch über eine andere Sache sprechen. Das Oberste jetzt noch, dann haben wir es gepackt, Leute. Geschichtsstunde. So wird die Folge heißen. Was hältst du von Großmeister Kais Reaktion auf unsere Inquisitorin? Besides a clear violation of communication protocol, you mean? Abgesehen von ihrem klaren Verstoß gegen das Kommunikationsprotokoll, meinst du? Commander, du musst verstehen, dass Inquisitoren Vakirs Beweise äußerst dürftig sind. Das kryptische Geschwafel einer Astropathin und eine Handvoll Seuchenwandler? Der Ketchum-Kult brachte 12 Makropolwelten und 3 Sektoren Tod und Zerstörung, eher wie ihm das Handwerk legten. Aha. Was mit dieser Saat, die sie entdeckt hat? Arcane Talismans as catalysts for corruption are scarcely a novelty to us Knights of Titan. Arkane Talismane als Katalysatoren für Verderbnis sind für uns Titanritter nichts Neues. Die Inquisitorin weiß das. Glaubst nicht, dass sich dieses Unterfangen lohnt? The Grand Master will weigh our value to this campaign. Das nicht, doch wir sind gerade bei Weitem nicht in der optimalen Kampfverfassung. Und es ist unsere Pflicht, die Inquisition zu unterstützen, wenn man uns benötigt. Der Großmeister wird unseren Wert für diese Kampagne abwägen und beurteilen, ob wir woanders, womöglich, offensichtlicher vonnöten sind. Wenn dieses Unternehmen so unbedeutend ist, wieso wird dann unser Einsatzverband requiriert? Ich verstehe das genauso wenig wie du. Vielleicht gibt es da ein Puzzleteil, das wir noch nicht sehen können. Die Inquisition ist ein gewaltiger, dezentraler, bürokratischer Apparat. Wir sind vielleicht nur ein kleines Element, das aus irgendeinem anderen Grund auf dem Spielbrett verschoben wird. Doch es bringt nichts zu spekulieren, es ist deine Bürde dafür zu sorgen, dass wir nicht in Schande nach Titan zurückkehren. Ich schlage vor, du konzentrierst dich auf die kommende Mission.
Lass uns noch über eine andere Sache sprechen. Nö, das war's. Endlich haben wir die Ausrufezeichen weg. Freunde der Nacht, eine lange Folge, aber gehört manchmal dazu. Auch ganz schön viel Quatsch. Ich glaube, wir haben ja kein einziges Mal gekämpft. Geschichtsstunde halt. Wir sind wieder ein bisschen schlauer geworden. Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, die Folge, lasst mir ein Däumchen oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.